Hey Leute, willkommen zurück bei Knights of Pen and Paper und lasst mich noch mal kurz was machen. Neustart, nein, so, die Uhr. Ja, wir haben die Ritter von Nie hier vertrieben und wir werden aber noch ein paar Kämpfe machen. Einfach die Quest beenden hier und mal schauen, was wir hier antreten müssen. Space Invaders, na, gegen die haben wir doch auch schon mal gekämpft. Als wir gegen die Mimis gekämpft haben und die Space Invaders, so wie ich mitbekommen habe letztes Mal, wie es so jetzt auch aussieht, sind eigentlich überhaupt nicht so stark wie die anderen. Umso besser, umso besser. Was machst du? Wieder stricken. Du machst viel zu wenig Schaden, mein Freund. Ja, jetzt kommen die erst die Angriffe. Das ist immer so fies. Okay, heiliger Schild. Und Doppelschlag hier rauf und dann müsste auch Platz sein. Naja, fast. Doch, ist Platz. Da kommen auch mal noch Hilfe von unten, damit er sich heilen kann, der eine Typ. Ich meine doch wieder, das. Ich muss doch mal so heilen. Okay. So, Schlag von nirgendwo. So, Doppelschlag ordentlich reingehauen. Super effizient und ich mach mal kurz Wiederherstellung auf ihn. Super. Der ist platt. Der ist fast platt. So, jetzt ist er platt. Sind auch die Space Invaders getötet worden? Der Space Invader Troop. Und genau. Damit müsste auch die Spielautomaten-Quest beendet sein, oder? Genau, super. Und du hast hier noch einen Punkt bekommen. Auf was investieren würde ich denn jetzt? Auf was gehen wir da? Mach eigentlich weiterhin Schlag des Anführers, auch wenn der Schaden nicht so hoch ist, aber es ist ein Hauptangriff. Das ist immer gut. So, wir werden mal kurz uns heilen. Auch wenn es eine MP größtenteils ist. Und dann ziehen wir weiter. Weiter nach Süden. Wo wir die Spielhalle abgeschossen haben, der Vergnügungspark nicht ganz, gehen wir zur Schule, wo nur 50% abgeschlossen ist. Wieso auch 50%? War schon einmal dort? Ich kann mich nicht erinnern. Wo ist die Schenke? In der Schule eine Schenke, auch herrlich. So, wir müssen die Ritter von Nie töten, schon wieder. Ja, 6 Ritter. Das sind 6. So. Ich mache wieder den Schild als erstes. Das ist besser. Dann die Hilfe von unten. So, jetzt hat er auch Crit drauf. Ich mache einen Betäubungsschlag auf den. Und du kannst eine Schwächung auf die machen. So, jetzt sind sie dran. Genau, wegen dem Blitz. Herpes. Sehr gut. Aber Schlag des Anführers und jetzt ist er vollkommen fokussiert auf den. Musst du wahrscheinlich schon mal auf den ersten. Ah, die Hälfte. Fast. So. Ja, hat auch schon erwischt. Komm, machen wir einen Feuerball noch den, dann müsste der nächste Runde Platz sein. Oh Gottes Willen. Heiliger Schlag, der brennt noch. Monster aber schon auf den nächsten. Dann. Komm, auch mal Doppelschlag, damit er erledigt ist, der Kerl. Wiederherstellung auf ihn selber. Muss man echt 2 Tanks hintereinander bauen. Okay. Damit hätten wir schon mal 2 erledigt, das ist super. Feuerball. Komm, Schlag des Anführers. Ne, jetzt muss ich langsam selber angreifen. 3 sind besiegt. Damit wird schon alles ein bisschen einfacher. Den nächsten würde ich einen Betäubungsschlag machen. Oh Gott. Er hat sich auch nur down selber und der kann sich dadurch heilen. Monster reicht noch nicht aus. Wiederherstellen.
Macht doch so viel Schaden, der verfluchte Blitz. Monsterbeschwörung können wir jetzt schon machen wieder. Okay. Betäubungsschlag, dann ist er fast erledigt. Die Herstellung. So, auch erledigt. Krass, wie die manchmal Mana Drain, also Mana Verbrauch am Drain ist ja was Gutes. Kommen wir mal mit Betäubungsschlag. Schwächung. Und auf dem Feuerball. Der brennt schon mal nicht mehr. So auch immer. Komm, nochmal angreifen. Also auch die von unten ist weg. Boah, come on. Warum wird es mir unten rechts angezeigt? Ach, weil ich eine Gruppe eingeladen wurde. Counter-Strike-Gruppe. Wieso? Ich habe nicht mal so Counter-Strike Go. Mein Gott, ich habe ja damals Counter-Strike viel gespielt. Aber erst just for fun. Mit welcher Version habe ich angefangen? Schon mit 1.0 oder so, oder noch mit einer Beta-Version habe ich damals angefangen. Also richtig früh. Noch als es eine Mod war für Half-Life und noch keine eigenständige Version rausgekommen ist. Es gab sogar mal eine Zeit lang die Möglichkeit mit Autos dazu, aber das war eine ganz kurze Version, nur ein, zwei Maps oder so, die da kamen. Man mit Autos fahren konnte. Und das war so mies gewesen. Ja. So, Fähigkeitspunkte. Hilfe von unten. Oder Monster beschwören. Monster beschwören macht mal ordentlich Schaden. Das muss man mal zugeben. Aber ich glaube, langsam brauchen wir wieder Seelenpack, damit wir ein paar Trefferpunkte mehr haben. Und natürlich, du machst den Standard Feuerball. Was anderes brauchen wir auch gar nicht. Und nochmal hier, gut gemacht. Quest done, Erfahrungspunkte. So, damit haben wir auch hier die Quest beendet und wir heilen uns nochmal schnell. 44, 42, 37, 42, 41, boah, aufwarten. Frühstückszeit, wohin geht's? Es soll zurück zum Vergnügungspark gehen. Ich würde gerne den Hausdrachen irgendwann mal wieder besiegen, aber das müssen wir schauen. Für Items. Wir müssen uns dann vielleicht noch die Items dementsprechend packen. Oder vielleicht mal zum Schmied nochmal gehen. Der Idiot. Müssen wir schauen, ob es nochmal irgendwas mit Schmiederfolg gibt. Oh, wir haben eine Rettungsmission. Umi. Okay, dann machen wir gleich. Ach, wie gerne würde ich all diese schönen Fahrgeschäfte ausprobieren. Der Vergnügungspark ist heute wie leer gefahren. Wieso? Leer gefegt. Müssen diese Mächte des Bösen aus der Pen and Paper Welt sein? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ein bisschen Zeit für die Achterbahn sollte schon sein, oder? Habt ihr Lust? Wirklich? Yeah! Oder hurra! Dann lass uns ein bisschen Spaß haben. Moment mal, könnte jemand mal... Sorry, dass ich gegen Pop-Up gekommen bin. Könnte man ja auch wahrnehmen, Würfel. Würfel 19. Ich höre ein merkwürdiges Geräusch. Ein vertrautes Geräusch. Oh nein. Vielleicht kennt ihr jetzt einen aus dem Fernsehen. Schaut mal da hinten, in der Achterbahn. Los geht's. Ja, nicht so viel. Kampfbereit. Drei Wellen. Schon wieder die Ritter von Nie. Ihr könnt doch nie was. So, Schwächung. Achso, wir müssen drei Wellen aushalten. Dringend dran, Leute. Das heißt, wir müssen ein bisschen mit Mana sparen. Hier nochmal einen Doppelschlag auf den, so genau, dann ist er wenigstens platt. Können wir uns ein bisschen weniger drum kümmern, um den Rest. Was auch immer jetzt gerade passiert ist, das war merkwürdig. Er sollte sich eigentlich selber heilen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ist fast erledigt. Willst du dich jetzt wieder selber heilen? Danke.
da können wir auch hier ein bisschen rumspielen. Okay, Blitzmast. Genügend Widerstand habe ich. Leben, Life Drain habe ich auch genug. Oh, Hasen, Bunnies. Und ich kenne euch nicht. Dann machen wir gleich mal als erstes einen Betäubungsschlag. Hat geholfen. Und eine Schwächung. Ein Schlag des Anführers. Machen nicht viel Schaden, die Bunnies. Und sind fast platt. Das ist gut. Bisschen. Halt ich keinen Doppelschlag, aber das ist ja wirklich nichts, worüber man Angst haben muss. So, mit dem Schild lebt sich sogar noch viel besser. Und der andere Hase kann auch mal brennen. Würde ich mit dem noch einen Doppelschlag machen. Ah, hält schon ein bisschen was aus, der Vieh. So. Okay, der ist erledigt. Dann greifen wir den anderen Hasen an. Ich würde auch keinen Mana jetzt ausgeben wollen. Sie sollen sich selber Mana regenerieren. Klappt auch ganz gut, muss ich sagen. Okay. Hasen sind erledigt. Auf zur dritten Welle. Sind es Gargoyles oder was soll das sein? Schwächung erstmal. Immer ein Schild. Ist so schon am meisten Aggro. Okay, Feuerball. Der typische. Ah, die brennen ganz schön schnell, muss ich mal sagen. Das ist immer ein normaler Schlag. Schlag des Anführers. Können die auch irgendwas? Außer schon wieder versterben. Die greifen nur normal an und die macht mit viel Schaden. Habe ich jetzt keinen Bock drauf, nochmal mit so einem extrem effektiven Angriff da auf ihn zu schlagen. Ui. Seid aber böse zu mir. Okay. Naja. Die auch mal anders machen können. Der regeneriert sich auch nochmal sehr von alleine. So viel Schaden, wie er macht. Braucht man da keine Gedanken machen. So, jetzt können wir halt mal alle aufschlagen. Ja, ja. Greift ihr mich weiter an? Ich hab keine Angst. Not afraid about Viecher. Victory! Und ein Trefferpunkt-Trank. So. Einhörner. Sie sind durch das Portal. Okay. Wollen die Einhörner an einen anderen Ort verschleppen? Holt euch Monster ein und rettet die Umi, solange es noch Zeit dafür ist. Okay. Angriff. Reist nach so einem mysteriösen Portal. Reist zum mysteriösen Portal. Sorry. Ich war gerade ein bisschen weg vom Mikro. Reist zum Portal. Ja, sind die Hasen schon wieder. Warum jetzt auf einmal hier? Macht keinen Sinn. Die sind auch noch so blöd aufgestellt. Mann, dumme Hasen. Feuerball. Feuerball. Nicht schwächen will ich den nicht. Wieder herstellen. So. Haben wir genug Resistenz? Wie mal einen Crit kannst du machen, Junge? Einfach weiter angreifen. Komm, Schlag des Anführers, ordentlich heilen dadurch. Hm.
hier auf den auch nochmal Monster beschwören. Feuerball und dann klappt es schon. So, ist immer noch nicht platt. Wie lange brauchen die denn? Der erste ist erledigt. Braucht echt viel zu lange. Cool. Victory! 84 Gold, erlesener Smaragdring. Wir müssen langsam, wie viel Zeug haben wir denn? Na, wo haben wir Platz? Wir sind sonst losgeworden. So. Das Einhorn ist frei. Okay, das ist das Einhorn. Los, das letzte Einhorn. Verdammt. Es hat keine Härte mehr. Okay. Okay, nur noch ein Fantasiewesen und kein Fernsehschauspieler mehr. Mann. Umi, Umi. Okay. Okay, Leute. Quest dann. Glückwunsch, doch nicht. Ja, das sagt ihr mir auch gerade. Stufenaufstieg für ihn. Dann würde ich sagen, Schwächung. Na, niederstrecken. Oder mal ein bisschen mehr Schaden macht mit seinem Ding. Klingt so falsch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.